Also ich kann hier nur sprechen als Sprecher des Freundeskreises der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg. Da ist es natürlich unser Anliegen, so zu schauen, was kommt an Mehrwert für die Bibliothek und an die Nutzerinnen und Nutzer für die Bibliothek heraus. Das haben wir schon von Anfang an unterstützt. Wir halten den Bildungsschwerpunkt und den Kulturschwerpunkt dort direkt am Tedam für eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Denn die Bibliothek braucht aus dem alten Gebäude, was sie bisher hat, natürlich auch viel mehr Platz für das, was Bibliothek der Zukunft tatsächlich ist. Denn das ist ein Verweilort, das ist ein Arbeitsort, ein Leseort und so etwas. Und das sehen wir tatsächlich in der Chance durch die Mitte Tempelhof tatsächlich gegeben. Es ist ja die möglich ganz, ganz große Chance, hier Tempelhof aufzuwerten und gerade den Bildungsbereich aufzuwerten. Es gibt ja viel zu wenig Räume tatsächlich, auch Räume zum Treffen. Das wäre mit dem Kulturschwerpunkt gegeben und das finde ich natürlich auch sehr wichtig, dass der Kulturschwerpunkt direkt an den Tempelhofer Damm kommt. Ich sehe das etwas skeptisch, weil ich da jetzt als erster Vorsitzender der Kleingartenanlage Feldblume sind wir davon unmittelbar betroffen. Und wir haben so die Befürchtung, dass wir rundherum zugebaut werden. Wohnung hin, Wohnung her. Wir wissen, dass Wohnungen gebaut werden müssen. Aber es gibt hier halt einige Entwürfe, wo wir sagen, nee, das geht gar nicht. Ich finde das sehr gut. Und ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis es wirklich gebaut wird oder fertig ist. Gut, also die Sache an sich, dass man Stadtteile so wie Tempelhof vorwärts bringt, modernisiert, der Zeit angepasst darstellt, finde ich in Ordnung. Bloß die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wobei dieses Werkstattverfahren ein Ansatzpunkt ist. Aber letztendlich jeder vermutet, dass nachher Sachen bei rauskommen, die da auf politischer Ebene entschieden werden. Also die Sache an sich im Ansatz gut, aber ich wünschte mir insgesamt doch noch mehr Offenheit den Bürgern gegenüber, von der Politik den Bürgern gegenüber. Inzwischen finde ich den Prozess gut. Ich bin seit 2016 dabei, das heißt, ich habe auch schon die Voruntersuchung mitgemacht und da war das nicht so dolle mit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Jetzt, seit das Büro Luchterhand das übernommen hat, wird es eigentlich von Mal zu Mal besser. Die Informationen sind besser, es gibt die Informationen schneller, sie sind umfangreich. Es gibt die Webseite, diese FAQs, das heißt, da geht es auch darum, wo sind die Leitlinien umgesetzt worden, warum sind die Leitlinien zur Berliner Bürgerbeteiligung nicht umgesetzt worden. Das heißt, auch die Informationen werden immer mehr. Ich finde es super, wie sich das entwickelt hat. Für den Gesamtberliner Bereich gesehen schon. Es wird ein neues Zentrum werden und es wird ja einfach ja. Wir haben so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht mehr eine Kleingartenanlage sein werden, sondern wir sind, ich will jetzt das mal ein bisschen übertreiben, ein Freizeitpark. In unserer Kleingartenanlage will man halt gastronomische Einrichtungen aufbauen, Biergärten, Eisdielen, also das ist alles so ein bisschen, das hat alles nichts mehr mit Kleingartenwesen zu tun und ich weiß nicht, ob die Gartenfreunde damit so leben können. Unter anderem halt Ruhe, Entspannung, kleingärtnerische Nutzung und das habe ich so die Vermutung, das wird nicht mehr existieren nur dort. Deshalb sehe ich das alles ein bisschen skeptisch. Auch das Thema hier mit Radwege durch die Kleingartenanlage sehe ich sehr skeptisch. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, sowas, dass überhaupt an sowas gedacht wird. Und ja, das sind so Punkte. Also es wurden ja einige Sachen geändert zum letzten Mal hin. Wichtig für mich war die eigentlich bei allen vier Entwürfen Erhalt des Grünzuges weitgehend mit den Häusern und mit der Begrünung, das ist eine andere Geschichte. Und da haben sich alle doch ein bisschen Mühe gegeben, das
moderat zu halten. Wenn man zu Anfang gehört hat, also hier ein Block mit 500 Wohneinheiten, hat man ja erstmal gezuckt. Aber so wie die Architektenbüros das umgesetzt haben oder das anbieten, ist es weitaus moderater. Und wenn man da das Richtige rauszieht, denke ich, dann wird das was werden, ja. Das finde ich ganz schwierig zu sagen. Ich hoffe auf den Kulturbaustein, egal wie er denn aussehen mag. Und ich hoffe sehr darauf, dass da auch ganz viel, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt für Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen. Und zwar nicht nur in Form von den öffentlichen Angeboten, sei es Bibliothek, Musikschule oder so, sondern dass es dort auch Räume gibt, wo wir selber als Verein, als Teile der Zivilgesellschaft was umsetzen können und was machen können. Und dazu würde zum Beispiel auch ein Kino gehören. Und wenn es ein Kino geben würde, worauf ich hoffe, darüber würde ich mich richtig doll freuen.